Moin. Der Chat ist offen. Wir drücken die Starttaste. Halo Teil 5 Kampagne. Reach fortfahren. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. So ein Flakturm, also eine Kuppel habe ich kaputt gemacht, genau. Und da waren, ist dann das Mutterschiff oder irgend so ein Riesenkampfkreuzer ist da abgeschossen worden. Dann haben wir Levelpunkt 245.000. Das ist das Euro oder Bitcoins? Naja, Oh, zick. Da kommt feindliche Verstärkung. Wo kommt Verstärkung? Für mich? Wo soll ich hin? Hier ist Wasser, da sind Steine. Diese kleine Schlucht hier. Ah, Jorge ist auch da und die anderen. Die Unkaputtbaren. Seit Bahn, wo sollen wir hin? Startanlage ist da vorne. Weiter so. Und das. Ich wollte zielen. Das sind echt arme Schweine, ne? Das sind echt so die Soldaten. Lass mich mal. Was kann dieses Gerät besser mit dem auszutauschen? Wo bin ich? Ja, Moment. Da. Hier lang zur Flugsteuerung. Sie erwarten Sie. Kaum zu glauben, dass Holland das erlaubt hat. Tja, manche Pläne sind einfach zu gut. Bringen wir den Zähler hoch, bevor er sich umentscheidet. Sie müssen durch die Tür kommen. Ich muss pauschal erstmal gar nichts. Okay, hier erstmal ein bisschen gucken. Was ist er hier für einer? Kriegt ihr den?
sehr schön. Dann muss ich mich da nachher nicht mit abärgern. Dann bin ich hier Master, dass sie alle. Guck mal hier um die Ecke. Okay, alles safe. Die kann ich nicht aufsammeln. Ne? Nochmal ausprobieren hier. Okay, Jorge. Jorge ist da. Okay, Jorge. Die war nicht schlecht, ne? Ich guck nochmal, wie ist die hier? Okay. Zerstört. Was ist mit Ihnen und Cat? June kommt mit einem Falcon. Wir verschwinden nach eurem Schiff. Ja, das sind diese blöden Schrotflinten, die wir nicht gehört, haben. Sex. Los! Nein, hab ich nicht. Ehrlich gesagt, habe ich es nicht gehört. Was habe ich denn hier? Zum Schild. Okay. Was wollt ihr jetzt von mir? Soll ich hoch? Okay. So. Und die sind besser, ja. Ja, und dann kann ich... Okay. So gefällt mir das gut, ja. Startteam, der Saber ist bereit zum Start. Ach, da soll ich fliegen oder was? Okay, jetzt fliegt einer mit. Auch veraltet, wenn man nach Elon Musk rechnet, ist das auch alles ein bisschen anders geworden. Zündungsstufe 2 bestätigt. Muss ich allerdings sagen, hat mich nie gereizt, der Weltraum. Also, dass man sagt, so, ich möchte Astronaut werden, es gibt ja einige. Ich höre, Colonel Holland. Willkommen zur Operation Kinnhaken, Noble 5 und 6. Sie folgen jetzt meinem Kommando. Verstanden, Colonel. Noble 6. Die Sabers wurden für die orbitale Verteidigung angepasst. Machen Sie sich erstmal damit vertraut. Treffen Sie dann die anderen Sabers und die Savannah auf Anchor 9. Holland aus.
Stationsabwehr ist ausgefallen. Ich hatte gerade gegengeflogen. Kampfunterstützung. Ups. Holland an Saber Bravo 029. Over. Ich höre, Colonel Holland. Willkommen zur Operation Kinnhaken, Noble 5 und 6. Sie folgen jetzt meinem Kommando. Verstanden, Colonel. Noble 6, die Sabers wurden für die orbitale Verteidigung angepasst. Machen Sie sich erstmal damit vertraut. Treffen Sie dann die anderen Sabers und die Savannah auf Anchor 9. Holland aus. In die Savannah. Mehrere unbekannte Kontakte. Savannah an Saber Teams. Auf Banshees im Anflug. Anchor 9 an alle UNSC-Flieger. Stationsabwehr ist ausgefallen. Brauchen vorübergehende Kampfunterstützung. Los geht's, Sex. Zeig ihnen, was du drauf hast. Ich hab gar nichts drauf. Sichtweite. Abwehrladung bei 56%. Durchhalten, Saber Teams. Ich habe schon drei abgeschossen. Ihr könnt ja auch mal welche schießen. Aber ich habe hier nicht mein richtiges Kompasssystem, ne? Muss ich immer so leider sagen. Okay, jetzt habe ich hier Pfeile. Das hilft mir schon ein bisschen weiter. Anchor 9 an UNSC-Flieger. Impulsantriebe entdeckt. Jagdflugzeuge. Oh, Achtung, Sabers. Oder. Saber Teams, Schutzschilde mit Kanonen lahmlegen, dann Raketen abwerfen.
Ist das hier was, was fliegt? Abwehrladung bei 79%. Wir brauchen noch eine Minute. Die ganze Zeit auf das Ding hier. Okay. Okay, ich habe zwei erlegt. Und hier muss ich ja alles alleine machen. Nummer drei. Ziehe Biester, ne? Irgendjemand schießt hier auf mich. Nummer 4. Anker 9 an alle Flieger in der Nähe. Empfangen eine große Angriffsflotte. Luftstoßtrupp und Saber-Teams natürlich werden zum Angriff und zur Verteidigung der Station angewiesen. Aua. Ist die Allianz denn überall? Anker 9 an alle UNSC-Flieger. Stationsabwehr wieder eingeschaltet. Waren frei. Wir heizen ihn ein. Das machen. Ich schieße mal damit rein, aber. Phantoms kommen auf Vektor 7.49. Anker 9 an alle UNSC-Jäger. Mehrere Phantoms mit direktem Kurs auf unsere Stromversorgung. Saber Teams markieren wichtige Kanonenbootziele. Jetzt! Es wird heiß! Feindlicher Fliegerspann! Thank you.
So, das war Nummer 3. Und ein bisschen Rückendeckung erwarten. Und nicht noch, dass mir ständig hier in den Nacken geschossen wird. Anker 9 an UNSC-Flieger. Alle Ziele neutralisiert. Bravo 029. Erlaubnis zum Andocken. Aktiviere Marker. Holland an Bravo 029. Noble 5. Sind Sie bereit? Positiv, Karne. Sag mir nur, wo ich hinfliegen soll. Da soll ich rein? Sieht gut aus. Hoffentlich nicht zu weit weg. Ne? Hier draußen, 6. Warnung, M-Wiedereintrittspaket gelöst. Ich brauche deinen Eingriff. Warnung, M-Wiedereintritts. Cockpit-Druckablass abgeschlossen. Kabinendachhebel aktiviert. Nee, Raumfahrt hat mich deswegen nicht interessiert. Ich finde Seefahrt schon ein bisschen gruselig, ne? Ich meine, wenn du mit dem Auto liegen bleibst, bleibst du liegen, steigst du raus, kannst du nur zu Fuß weitergehen. Fliegen ist schon so eine Sache, wenn da was schief geht, das war's. Bitte wiederholen. Auf dem Meer hast du vielleicht noch die Chance mit deinem Rettungsboot, aber auch da ist die Chance ja sehr gering. MNP-Schwertbasis, Sektor 18G. Aber Weltall, du bist nicht mal mehr auf der Erde. Du bist da einfach draußen. Ihr Puls ist erhöht. Sie können für Dr. Hellsing die anderen in der Schwertbasis nichts tun. Die Berechnungen stehen fest. Noble 5. Ich weiß. Bravo 029, Sie dürfen die Schubdüsen wieder anwerfen. Noble 6, hier spricht Holland. Ich höre Karl. Wir haben ein Schiff der Korvette-Klasse markiert, das Kurs auf unser Ziel hält. Mit unserer provisorischen Bombe an Bord wird die Korvette zum Lieferanten. Noble 5 eskortiert die Bombe. Ihr Sabre-Team macht uns Platz zum Beladen. Verstanden, Karl. Da sie schon ihren Überraumantrieb gegeben hat, wird die Savannah Ihnen mit lokaler Feuerunterstützung zur Seite stehen. UNSC Savannah, wir stehen hinter Ihnen, wenn auch am Boden. Ich riskiere hier meinen Kopf für das Noble Team, Lieutenant. Wir erledigen das, Colonel. 6 aus. Ja, und was für wahnsinnige Erzmengen verfügbar sein müssen für ein Raumschiff. Da macht man sich ja auch kaum Gedanken drum, ne? Sind ich hier. Zielkorvette in Reichweite von Navigationsstation RA-15 gesichtet. Was will ich tun? Haben Sichtkontakt. Ziel bestätigt. Das Ding abknallen oder was? Brigade Savannah in Position. Sabre Teams, Meldung. Echo 1, alle Systeme grün. Echo 2, startklar. Echo 3, Systeme grün. Echo 4, alle Systeme bereit. Verstanden. Blockieren den Funkverkehr der Korvette. Macht sie fertig. Sie kann nicht um Hilfe rufen. Einverstanden. Saber Teams, den soll ich denn jetzt abknallen? Vielleicht kann man sie bremsen, indem man ihr Triebwerk kappt. Gute Idee, Savannah. Das macht es leichter, sie zu entern. Noble 6, markiere Ziele. Haupttriebwerke der Korvette ausschalten. Ja, ich kann noch. Ich könnte noch. Brigade Savannah in Position. Sabre Teams, Meldung. Echo 1, alle Systeme grün. Echo 2, Start. Geht weg da, ich schieße jetzt auf. Echo 3, Systeme grün. Echo 4, alle Systeme bereit. Verstanden.
Blockieren den Funkverkehr der Corvette. Macht sie fertig. Sie kann nicht um Hilfe rufen. Einverstanden. Saber Teams, den Weg zur Corvette freimachen. Vielleicht kann man sie bremsen, indem man ihr Triebwerk kappt. Gute Idee, Savannah. Das macht es leichter, sie zu entern. Noble 6, markiere Ziele. Haupttriebwerke der Corvette ausschalten. Habe ich schon erledigt. Ach, die schießt auf mich. Alles klar. Schon die ganze Zeit unter Beschuss. Interessiert hier bisher auch keinen. Das ist der einzige, den wir hier reinschießen kann. Erledigt 4 von 4. So, und jetzt? Warnung. Energieschwankungen in Achterstartbuchten der Corvette. Achtung, Sabers. Mehrere Impulsantriebe entdeckt. Noch mehr Banshees unterwegs. Echo 2 und Savannah, wo kommt die Verstärkung her? War die Verbindung nicht blockiert? Die Staffeln sind wohl zurück von Patrouille, Echo 2. Keinen entkommen lassen, Sabers. Abschießen, bevor sie entkommen und den Supercarrier warten können. Das wird heiß. Bisschen nah dran. So ein Täter muss ich wissen. Ich versuche, die zu erfassen. Schutzschild und den hast du nicht gesehen. So, zwei hab ich nicht. Jetzt mach ich nochmal drei fertig hier. Zum Vorhalten. Nummer drei. Dort. Sämtliche Daten zur Corvette analysieren. Zugang suchen. Scans zeigen eine strukturelle Schwachstelle um eine Plattform oben auf dem Schiff. Noble 6. Sofort auf der oberen Landeplattform der Corvette landen. Ernsthaft? Ich soll doch nicht auf der einen Seite... Ich werde diesen Feind nicht los!
Das meintest du nicht, ne? Sämtliche Korvette analysieren. Zugang suchen. Scans zeigen eine strukturelle Schwachstelle um eine Plattform oben auf dem Schiff. Noble 6, sofort auf der oberen Landeplattform der Korvette landen. Ernsthaft? Einfach so oder wie hast du dir das? Okay. Noble 6, die Gegenmaßnahmen der Savannah wirken nicht ewig. Schleusen Sie sich ein und deaktivieren Sie den Funkverkehr des Kreuzers endgültig. Sobald die Korvette den Schnabel hält, leiten wir Kinnhaken Phase 2 ein. Relais ist jetzt abgeschaltet. Verstanden. Beenden Gegenmaßnahmen. Lenken alle Kraft und Personal auf Waffen. Okay, Noble. Bringen wir die Hyperraumbombe an Bord. 6 zum Hangar. Auf dem Weg zum Hangar. Noble 5, treffen Sie sie dort. Verstanden. Unterwegs. Bin ich der Einzige hier? Könnt ihr mir mal ein bisschen hier Rückendeckung geben? Ihr Lappen? Tut mir leid, war nicht so gemeint. Wo seid ihr denn? Da oben.
so wegen Schilde hinzu. Ist das so leise? So viel mal dazu, ne? Hallo. Wen schießt ihr denn da noch? Hoppla. Den rot markierten hier. Toten. Sechs, die Schildsteuerung. Ich muss rein. Okay, und wie denkst du, komme ich da hoch? Da hinten über die Treppe. Ist das hier? Pulverfass ist an Bord, Kana. Verstanden. Sechs, bringen Sie Ihren Trupp auf die Brücke. Das Auftanken der Korvette beim Supercarrier muss manuell eingeleitet werden. Ja, Sir. Fünf, schützen Sie die Bombe vor neugierigen Augen. Kein Problem. Gehört, Lieutenant? Ich bin hier ganz alleine. Also Beeilung, okay? Noble 6, bringen Sie die Korvette auf Kurs zum Supercarrier. Auf der Brücke finden Sie die Steuerung. Wir haben reichlich Waffen und Munitionsbrocken. Ich hab gar nichts. Weit gesichtet. Aber wir haben zu tun. Noble, Sie stecken tief drin, ohne Deckung. Setzen Sie die Korvette in Bewegung und verschwinden Sie! Und bleib und alles gesichert!
ist wohl die Brücke, Spartan. Räumen wir sie. Abzeichen. Ich habe keine Waffe mehr. Ja. Mal Jungs. Muss man irgendwo was finden. Was ist das denn? Schießt das? Schießt nicht einen Meter. Das ist völlig sinnlos. Ist er tot? Wo ist er denn? Ist er dabei? Waffe finden. Hallo? Hier, Entschuldigung. Zurückschießen. Ach ja, hallo. Hallo, hat er eine Waffe dabei? Waffen. Stirb. Stirb doch einfach. Komm, viel braucht es doch nicht mehr. Los, Lieutenant. Setzen Sie die Korvette auf Auftankkurs zum Supercarrier. Wo soll ich hin? Sehr gut, Noble 6. Kinnhaken initiiert. Korvette ist unterwegs. 6, unsere Mitfahrgelegenheit steht schwer unter Beschuss. Zurück zum Hangar. Ja, die sind gar nicht so zäh. Wer ist der Größte? Gebiet gesichert. Da kommen noch mehr! Ziel! Wann immer du kannst, Noble 6. Wie auch immer in den ungünstigsten Momenten lerne. Habt ihr nicht diese kleinen? Oh, ich finde die viel besser. Die sind gut. So, wo soll ich lang?
Wetten, da kommen gleich noch welche. Vorsicht! Feuer! Oh was? Feindliche Verstärkung! Was bist du denn für einer? Pass auf, auf wen du zielst. Ach, Jorge. Jorge, Alter. Ich nehme mal eine Knarre mit. Das nehme ich mit. Ich hier. Übrigens ist die Knarre leer. Ich will da nicht hoch. Naja, jetzt ist sie, jedes Mal, ne? Dann hast du sie fast. Jetzt auch. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. So ein Gelaber hier. Ich werde beschossen.
Und wie lange soll das Spiel denn hier gehen? Und bleibt unten. Die Savannah hat sich an der Tür zu schaffen gemacht. Wir kommen nicht zurück zu den Sabres. Noble 6 zu mir. Okay. So. Oh, keine neue Waffe. Ernsthaft? Ich will nicht so ein Raketending haben. Cool. Letztes Mal war es gar nicht schlecht, das ist gut. So. Dieses Schiff nähert sich der Auftankroute des Allianz Super Carriers. 76 Sekunden zum Ziel. Verdammt! Ah, das war's dann also. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Der Vogel hat was abbekommen und die Düsen sind im Eimer. Man kommt also nur mit Schwerkraft hier weg. Und die Guten? Das waren die Guten. Bei aktueller Geschwindigkeit 53 Sekunden zum Ziel. Ja. Die schlechten Nachrichten? Der Timer ist hin. Ich muss sie von Hand zünden. Das machst du nur einmal. Wir sterben alle irgendwann. Geh lieber, Sechs, die brauchen dich da unten. Hör mal, Reach war gut zu mir. Zeit, sich zu revanchieren. Nimm mir das nicht. Die sollen sich reinhängen. Was weiß man von Weltraumsprüngen? Nicht ins Trudeln geraten. Ich hab den Namen vergessen. Eins gekillt und sieben neue dazu, oder was? Es ist rein theoretisch ja kein Sieg. Des Todes erledigt. Das sehen wir morgen.